Tino Bommelino, Herrschaften. Herzlich willkommen. Stopp mal kurz. Mir ist was aufgefallen. Ist total unhöflich, Leute zu unterbrechen, oder? Ja. Auch wenn Leute irgendwas erzählen und man weiß ganz genau, nee, das wird nichts. Weil die Geschichte fängt an mit mein Kind. Nee, passiert mir sehr oft, dass Leute sowas sagen wie, Tino, ich muss dir was erzählen. Und dann stellt sich hinterher raus, muss er da gar nicht. Man darf Leute nicht unterbrechen. Auch meistens, weil man ja Leute auch nie mit was Gutem unterbricht, ne? Man unterbricht die selten mit Sex oder so. Mit Sex unterbrechen ist entweder sehr gut oder man kommt ins Gefängnis, ne? Das weiß man vorher mal nicht. Ich werde voll selten mit Sex unterbrochen. Ist voll selten, dass ich irgendwie Staub wischen will und dann zack, Sex oder so. Ist eher andersrum, ich will Sex. Und dann werde ich mit Sachen unterbrochen, die kein Sex sind. Zum Beispiel Applaus. Oder in der Dusche sitzen und weinen. Andersrum, also es ist halt auch nie so, dass man Sex hatte und dann sagt man danach, das ist ja alles schön und gut, aber was wollte ich denn eigentlich machen? Ah, ein Döner bitte. Mit allem, ja, danke. Nee, aber es ist gut, dass es Regeln gibt, oder? Ich finde es schön, dass auch der Knigge die alle aufgeschrieben hat. Ich finde es schön. Ich glaube, der Knigge war so ein richtig anstrengender Typ. Oder? Der ist so die ganze Zeit rumgelaufen. Das macht man so nicht! Was du da machst, das macht man so nicht. Ihr müsst das alle so machen wie ich. Ich schreibe das auf. Die Gabel kommt näher an den Teller. Noch näher. So ist zu nah. Und jetzt zurück. Aber ich finde, Erwachsensein gehört, also höflich sein gehört zum Erwachsensein zu tun. Ich dazu. Ich muss das irgendwie jetzt ein bisschen lernen. Ich habe mir Erwachsene früher mal so vorgestellt, dass sie rumlaufen und die denken die ganze Zeit, Erwachsene. Was würde ein Erwachsener jetzt tun? Ein Bausparvertrag, bitte. Ich glaube, was zum Erwachsensein dazugehört, ist seine Kinder belügen, oder? Also als meine Eltern mir erzählt haben, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt, habe ich sofort gedacht, fuck, irgendwann muss ich das meinen Kindern auch beichten, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt. Und ich habe mir schon was ausgedacht, wie ich das mache. Ich tue einfach so, als hätte ich es auch nicht gewusst. Also, ich fake so einen Brief und dann hole ich ihn so aus dem Briefkasten und dann sag ich so, oh, was denn hier für ein Brief? Mach den auf. Sag mal! Tino, du glaubst nicht, was hier steht. Mein Sohn heißt dann auch Tino. Tino, das glaubst du nicht, haben die uns die ganze Zeit belogen, die da oben? Hier, Bundeskanzler Matthias Schweighöfer sagt, gibt den Weihnachtsmann nicht. Krass. Ja, was gehört noch zum Erwachsenen dazu? Höflich sein. Meine Omi ist so höflich. So krass, die, wenn die mir auf WhatsApp schreibt, die schreibt nach jeder Message, schreibt die noch, liebe Grüße, Omi. Omi, wie geht's? Gut, liebe Grüße, Omi. Ja, bist gut reingerutscht? Ja, liebe Grüße, Omi. Ich mache es überhaupt nicht so. Ich schreibe einfach nur einen riesigen Matsch an Nachrichten. Ich habe gedacht, wenn Leute so früher Briefe geschrieben hätten, wie ich WhatsApp schreibe, wie das aussehen würde, hätte dann so ein Pergamentpapierbrief gehabt, schön mit Adresse oben drauf und da steht da auf dem ganzen Brief steht noch, wie geht? Und dann kommt so eine Woche später ein zweiter Brief hinterher, Sternchen geht's. Habe ich mich verschrieben. In der dritten Woche kommt dann so eine Postkarte mit einer Aubergine drauf.
voll komisch, dass, dass Leute im Schriftlichen so viel miteinander reden können und auch total frei sind, ja, wie sie sprechen. Aber wenn sie sich dann treffen, ist es oft so, dass die Leute schon verklemmt sind und dann über das Wetter reden. Das, ich frage mich die ganze Zeit, warum ist das so? Warum reden alle immer über das Wetter? Und mir ist aufgefallen, ich glaube, das liegt daran, weil wir uns alle geeinigt haben, dass man nichts Dummes über das Wetter sagen kann. Oder? Also da kann quasi der ganze Raum kann aus dem Fenster gucken und draußen schneit. Und dann kann man sagen, oh, es schneit. Das geht mit nichts anderem. Und kann ich sagen, oh, Mikrofon. Guck mal, Mikrofon. Gestern war auch schon Mikrofon. Und ich habe einen Vorschlag. Wie wäre es, wenn wir einfach das Smalltalk-Thema Nummer 1 ändern? Wir einigen uns einfach drauf, das ist jetzt nicht mehr Wetter, das ist jetzt einfach Tiger. Dann reden wir mal über Tiger. Treffen wir uns und sagen, boah, Tiger, oder? Ich habe den ganzen Tag Angst vor Tiger. Ich glaube auch, genau so stelle ich mir Antilopen-Smalltalk vor. Sie stehen auf der Wiese. Guck mal, ein Tiger. Gestern war auch schon Tiger. Ich habe den ganzen Tag Angst vor Tiger. So, einen ganzen Tag Angst vor Tiger. Ja, ich frage mich, wie das ist. Also, wenn wir immer über das Wetter reden, wie machen das Leute im U-Boot? Gucken aus dem Bullaugen auf und sagen, ja, ist schwül. Weiß nicht. Ja, ich finde Leute im Smalltalk am anstrengendsten. Ich habe hier auf der Herfahrt auch wieder so eine Situation gehabt. Ich war in diesem neuen ICE und er war total leer. Außer mein Vierer war voll. Und direkt vor mir saß so eine Frau, die sah total nett aus. Habe ich gedacht, die spreche ich die ganze Fahrt nicht an. Und dann kam aber so eine andere Frau und die sah nicht so nett aus und hat gesagt, sie hätte da reserviert. Musste die nette Frau weg und die grimmig guckende Frau musste dann da sitzen. Obwohl, alles andere war frei. Also die hätte sich auch woanders hinsetzen können. Aber die musste da sitzen, wo sie reserviert hat. Und dann war ich ein bisschen grimmig und habe weiter beleidigt meine Toffifee gegessen. Und habe mich auch nicht auf Smalltalk eingelassen. Und habe dann aber kurz vor Hamburg gedacht, na gut, biete ich ja einen Toffifee an. Und halte das so hin. Und frage, wollen Sie vielleicht einen Toffifee? Und dann sagt sie, ach ja, und greift so. Und ich ziehe es kurz vorher weg. Und sage, die sind aber reserviert. Ja. Smalltalks sind Leute anstrengend. Ich finde, der letzte Wille ist quasi auch wieder so der letzte Versuch, noch anstrengend zu sein, oder? Völlig unnötig. Wir haben uns hier versammelt zur Lesung des Testaments des Verstorbenen. Ich fange an, Band 1, Seite 1. So, jetzt hört ihr mir mal alle zu. Die Gabel kommt näher an den Teller. Ich habe ein Lied dabei. Es ist ein Lied, ist ein Popsong. Und ich hab was rausgefunden an Popsongs. Das wisst ihr vielleicht nicht. Und zwar Popsongs versuchen immer möglichst viele Leute anzusprechen. Und da habe ich gedacht, das kann ich auch. Und ich habe einfach einen Song geschrieben, der einfach möglichst viele Leute anspricht und damit verdiene ich dann mein Geld später. Der Song ist von meiner Band. Ich habe hier diesen Tisch überhaupt nicht benutzt, fällt mir gerade auf. Voll den Stress gemacht. Voll anstrengend gewesen. Okay, Song geht so. Song ist von meiner Band. Wir sind alleine in der Band. Wegen der Terminabsprache. Wir suchen noch einen Namen. Ich dachte, wir nennen uns Ausländer. Und dann frage ich später mal, ob ich hier auch mit meiner Band auftreten kann, in dem Theater. Und wenn die Nein sagen, erzähle ich überall rum. Die haben gesagt, Ausländer dürfen hier nicht spielen. Ein Song, der möglichst viele Leute anspricht. Dieser Song ist für alle, die sich schon mal
angesprochen gefühlt haben. Für alle, die sich mit konkreten Adjektiven beschreiben lassen. Für alle, die sich schon mal zu viele Nudeln gekocht haben. Für alle, die sich öfter mal in einer Situation befinden. Hey du da, du allgemeine Person. Hey du da, gehst du auch gern auf Poetry Slams? Hey du da, bist du auch den ganzen Tag jemand? Hey du da mit dem Kontostand. Ist um dich rum gerade Wetter? Kommentiert gerade jemand das Wetter? Warst du schon mal beim Bäcker? Oder waren zu einem anderen Zeitpunkt schon mal deine Socken nass? Fandest du schon mal was lecker? Hattest du schon mal Geburtstag? Dann ist der Song nur für dich. Dann ist der Song nur für dich. Alles Gute nachträglich. Weißt du noch? Hey, Ruhe! Weißt du noch? Ah, nee, darf ich nicht machen, darf ich nicht machen. Weißt du noch, wie du damals ein Kind warst? Da kamen Dinge im Fernsehen, / iPad. Weißt du noch, wie du gerade ein Kind bist? Alles ist riesig, du läufst rum und dann ist über dir ein Tisch. Tische sind riesig, krass, ey. Fuck. Weißt du noch, wie du gerade ziemlich alt bist? Alles tut weh und deine Freunde sind tot. Wann ist der Scheiß hier zu Ende? Dieser Song richtet sich auch an mich. Erinner dich, wir brauchen noch Geschirrspültabs. Da hat dein Mitbewohner dich drum gebeten. Hey, hey, wir hier, wir haben so viel gemeinsam auf diesem Planeten. Denn wir sind alle bis auf einer nicht Till Schweiger. Hast du dich schon mal gestoßen? Bist du schon mal auf was drauf gehopst? Hattest du schon mal einen Gedanken? Hast du dir schon mal einen Stift gemopst? Ist dir schon mal was passiert? Und hast du dann gedacht, das passiert echt nur mir? Dann ist der Song nur für dich. Dann ist der Song nur für dich. Ich will meinen Stift wieder. Vielen Dank, Dankeschön!